Das ist nicht wahr, oder? Die KI ist so dämlich. Dieser Affe ist gerade auf mich zugesprungen, weil er mich angreifen wollte und dabei in die Lava gestürzt. Instant Death. Na, toll. Ja, für den. Ich konnte seine Kluge einsammeln und weitergehen. Mein Gott, Spiel, beruhig dich, nicht vibrieren. Ich kann aber echt alles kaputt haben, oder? Auf jeden Fall mehr als in Battlefield 4. Aber nicht so viel wie in Split Second. Wenn du Rennspiele magst mit Zerstörungsfaktor, ist Split Second genau das Spiel für dich. Denn das ist ein Rennspiel, wo du durch Driften oder gute Fahrmanöver Energie sammelst, die du einsetzen kannst, um gewisse Gefahren auf der Stage auszulösen. Weißt du, die Stage wirft den Scheiß nicht auf dich, du schmeißt sie auf deine Gegner. Du kannst zwar selber getroffen werden, aber es ist definitiv mal ganz lustig. Das kannst du gut gebrauchen, wenn du Rennspiele magst, aber mal was anderes haben willst. Mhm. Was ich mir mal eine Zeit lang zulegen wollte, war Blur, aber das gibt's ja schon seit Jahren auf Steam gar nicht mehr. Was? Ich hab's! Ja, aber man kann's nicht mehr auf Steam kaufen. Ah. Wobei ich mich frage, warum? Nein, ich soll spielen nicht. Okay, ist, das ist, wenn du Mario Kart mit echten Autos haben willst. Mhm. Nee, ich frage mich auch immer, warum die teilweise Spiele rausnehmen. Also, es kann doch eigentlich nur lukrativ sein. Oder verbrauchen die so viel an Servern? Und vielleicht. Vielleicht nächstes Mal. Wo finden wir denn nun Terrador? Und wenn man Blur hier eingibt, dann ist das erste, was man bekommt, Call of Duty Black Ops 3, warum auch immer. Heißt, seid vorsichtig, dass wir möglichst nicht sterben sollten? Das versuche ich ohnehin. Komm, oh, es gibt das Sleeping Dogs auf dem PC. Nach unten bringen, wo sie hingehören. Ja, es dauert nicht mehr lang. Lass mir direkt auf die Wunschliste setzen. Oh, die Maulwürfe können ja doch graben. Sehr schnell sogar. Ah, jetzt geht die Tür auch auf. Vielen Dank. Na gut. Wen Kingdom Hearts sagen würde, HP und MP voll, lass sie kommen. Da sind sie auch schon. Ich meine, das Schöne an The Legend of Spyro ist, es speichert automatisch. Na, manchmal ist es auch ein Fluch. Aber du kannst auch manuell speichern. Das ja, Gute ist an gewissen. Ja so schon seit Spyro 2. Ja, weil Spyro 2 hat jedes Mal gespeichert, wenn du ein Level beendet hast oder wenn du Level betreten hast. Und witzigerweise konnte man dann trotzdem auch noch im Menü speichern. Man musste den Level nicht zwingend zu Ende bringen dafür. Richtig. Das Sache, bei 3 und Enter the Dragon Flag genauso. Na, wie ist eine sinnvolle Sache, die sie wieder gebracht hatten? Noch ein Todesflügel, als ob die letzten drei nicht eh schon wehrlos genug gewesen sind. Okay, das kann er abwehren, das ist nicht schön. Momentan teste ich auch so ein bisschen mit einer anderen OBS-Version rum. Mir hat Rookie gesagt, es gibt OBS Studio inzwischen. Genau, das habe ich mir runtergeladen. Weil man da halt so einen Unterschied machen kann zwischen Aufnahme und Streaming. Das finde ich ziemlich praktisch. Dass man, wenn man zum Beispiel sagt, okay,
Ich kann jetzt nur in, keine Ahnung, 480p streamen. Da kann man es aber trotzdem in beispielsweise 1080 aufnehmen. Das kann man eigentlich auch so. Du kannst einstellen... OBS nimmt es nur so auf, wie du es halt auch streamst. Hab ich nicht gemerkt, um echt zu sein. Aber Final Fantasy und Digimon sind jetzt auch nicht die Spiele, die eine hohe Skalierung brauchen. Na, aber ich nehme an, dass du auch so ein 720p gestreamt hast, oder? Naja, eigentlich mehr so ein 480. Gerade bei Digimon, also, das ist kein HD-Spiel, das ist jedem Scheißding auch an. Da lohnt es sich nicht, die Bildschirmgröße so hochzusetzen. Na gut, also an sich, qualitativ gesehen, lohnt sich das eigentlich für jedes Spiel 720p hochzuladen, weil es sieht halt im Encoding letztendlich besser aus. Wo wir schon mal Encoding sind, wobei das eigentlich nicht viel damit zu tun hat, du solltest bei dem PlayStation 1 Simulator nicht allzu viel Kantenglättung machen. Denn es ist und bleibt ein PlayStation 1 Spiel. Da kann es passieren, dass manche zweidimensionale Sachen, wie zum Beispiel Schrift oder kleinere Effekte oder so etwas, wie zum Beispiel die schwarzen Wolken bei Crash Team Racing, so komische Ränder bekommen. Ja, das finde ich aber nicht sonderlich schlimm. Ich finde die Schrift zum Beispiel, die normale, also wenn die Level angezeigt werden und so, die sehen deutlich angenehmer aus. Weil die halt nicht so total verpixelt sind. Aber möchtest du dann, ich finde der Pixel-Look passt besser. Ja, ich finde es besser, wenn schon die Modelle glatt sind, dann kann auch die Grafik, also die Schrift ruhig glatt sein. Weil das beißt sich dann für mich ein bisschen. Wenn ich das verpixelt haben will von der Schrift her, dann spiele ich es direkt auf der PS1. Da passt der Stil so zueinander. Oder der PS3. Oder so. Da ist es richtig verpixelt, aber da ist es auch super emuliert. Eine Sache, die ich zum Beispiel bei Sparrow 1 ziemlich geil fand. Die ganzen Anzeigen, die waren eigentlich alle... Also, das waren halt nicht nur bloße Texturen, sondern das waren halt richtige Modelle. Ja, das ist natürlich sehr praktisch, wenn du auf so einen Emulator, wenn du dich auf so einen Emulator verlässt. Ab Sparrow 2, da sieht es denn nicht mehr so schön aus, weil es halt nur noch Texturen sind. Ja, da haben sie halt eine Schrift genommen, aber es ist auch einfacher und besser zu handeln vom Spiel. Ja, aber es sieht halt nicht so edel aus. Ja. Das Einzige, was mich da wirklich stört, ist das Symbol für... Das Symbol für die Edelsteine ist plötzlich nur noch ein so ein dummes Ding. Mhm. Also dieses Pendel kann ich gar nicht kaputt machen, ist auch schade. Wo geht's denn hier weiter? Oder muss ich sie alle so kaputt machen? Das wäre natürlich eine Option. Okay, nein, der gibt mir nur Schaden, das ist nicht. Ah. Die machen die Gebiete jetzt langsam offener. Am Anfang war es noch sehr linear. Also muss ich langsam mal gucken, wo ich hin muss. Oh, guck mal, ich habe eine Kanone zerstört. Guck dir das an. Das hat ja echt geklappt. Ich glaube genau, das muss ich auch machen. Ja. Kanonen finden und zerlegen. Also, war das die einzige? Ah, hier ist auch wieder der Weg nach oben. Ja, hier sieht alles so gleich aus, das siehst du ja nicht immer sofort. Jo, Tatsache, das war eigentlich auch die einzige Kanone seiner Art. Die Sprünge werden langsam echt riskant. Aber da sind die nächsten Affen. Ich sehe gerade, jemand streamt gerade Crash 2. Oh, wow. Mein Gott! Oh, ich bin gestorben. So ein Pech aber auch. Pass auf, Welt. Witzigerweise, Sparrow macht immer so einen kleinen fetzigen Spruch, wenn er wiederkommt. Und jetzt gerade hat er gesagt, pass auf, Welt. Watch out, it's a monster. I take care of this. Auch so herrlich bei Resident Evil.
Barry hat einfach die schwächste Magnum überhaupt. Weil er einfach mal 3 Schüsse für einen Zombie braucht. Boah. Danke, dass du endlich mal stirbst. Danke, dass du mich befreit hast. Ich finde 10 Drachen in dieser Welt. Der Ballonfahrer bringt dich dann. Nein! Er hat mich runtergeschubst. Ja, das ist total witzig. Ich weiß, in 2,21 über 21 Drachen zu voll, sich einen Spruch auszudenken. Ja. Danke, dass du mich befreit hast. Die waren kreativ zwar mehr oder weniger bei manchen Drachen, in der Art und Weise, wie sie es gesagt haben, aber... Vor allem der Drache Thor hat seinen Namen absolut nicht verdient. Er hat große, schicke Flügel. Wenn das was zählt. Naja, aber der sagt einfach nur so... So ein bisschen wie so ein alter Mann. Danke, dass du mich befreit hast. Ich hätte eher gesagt Kind, aber... Ich glaube, Thor war bei Town Square, wenn ich mich nicht... Das war der letzte Drache, den du findest. In Town Square. Und übrigens auch in Nordcove. Hm. Ja, da kommen ja die ganzen Drachen nochmal, die teilweise dann andere Stimmen haben. Ja, das ist sowieso witzig. Beispielsweise Thomas, der quasi die Stimme von Jäger hat, der hat dann in Nordcove auf einmal eine andere. Ich glaube, der hat da die Stimme von Aku. Stimmt, ja, so dass du sagst, wir haben dieselbe Stimme, Jäger und Thomas. Mhm. Am Himmel sehen, wie weit muss ich denn noch gehen? Ich bin ja schon eine Stunde zugange. Also damals in der PS1-Ära, da haben die wirklich nur eine Handvoll Sprecher gehabt, die sie für jedes PS1-Spiel benutzt haben. Weil der Sprecher von Cortex zum Beispiel, der hat ja auch Spyro gesprochen. Und dann kam noch öfter die Stimme von Dingodile vor. Und die Stimme von Cortex spricht in der deutschen Version von Metal Gear Solid auch Solid Snake. Ich hasse es, dass Gegner blocken dürfen und ich nicht. Ich meine, wieso so ein kleiner Rache schon blocken, aber trotzdem ist es unfair. Fallschaden übrigens auch. Etwas, was Jump'n'Runs nie haben sollen. Aber gut, Legend of Sparrow ist auch kein Jump'n'Run, kein wirkliches. Hey, selbst in Brutal Legend kannst du abwehren. Zugegeben, das Spiel ist auch ein bisschen moderner als das hier und man kann dafür dort nicht springen, aber du kannst dort blocken. Ich glaube, das kam 2009, ne? Glaube schon, ja. Kam 2013 dann für den PC raus. So was, übrigens, was übrigens meine tiefste Verbundenheit hat. Ach, dieser typische Riss in der Mauer, da wo man hin muss. Ich glaube, ich bin im Nest der Käfer gelandet. Wir sind Gott sei Dank schnell eingefroren. Ja, genau, friert einfach mal alle ein. Das könnte Feuerkäfer wahrscheinlich eh nicht haben. Dieser Eisatem von Spyro, das sieht mehr so aus, als hätte er zu viel Eiscreme geschluckt und muss den ganzen Scheiß wieder auskotzen. Hat ein bisschen was von so einem Schneebelag. Ja, wobei. Ja. Ich hab mehr mit sowas gerechnet wie in Digimon World, dass er auch ein paar Eisatemangriffe, aber waren wirklich auch so mehr so weiße Staubwolken. Ich hab mehr damit gerechnet, das wäre für mich auch vollkommen okay gewesen. Waren das? Ich glaube, letztes Jahr hatte ich mir mal die erste Staffel von Digimon gegeben. Ah, die beste. Ja, ich fand die so super. Es ist ja furchtbar kindisch, aber wer Digimon einmal gesehen hat, wer es durchgeguckt hat, der wird es auch weiterhin mögen. Mhm. Okay, es gibt Leute, denen gefällt Digimon nicht so sehr, weil die Serie halt am Anfang echte Probleme hat, in die Puschen zu kommen. Ich finde, das geht aber an sich. Ja. Dann musst du dem Ding hier.
Eigentlich so das Erste, was ich halt daran ziemlich cool fand, war, dass die Digimon halt in diesem Anfangsstadium alle ziemlich knuffig aussehen. Ja. Okay, Blitz tut nix. Und dann diese spätere Veränderung, wo halt irgendwie fast alle Digimon super stark sind, fand ich irgendwie krass. Weiß gar nicht, wie hieß nochmal quasi dieser Pinocchio-Verschnitt? Puppetmon. Ja, genau. Wenn ich den von dem sein Lebensende, das fand ich irgendwie cool. Weil dann quasi noch gefragt hat irgendwie. Wohl, scheiße, ich hab's vergessen, was er gefragt hat. Also, er war mit TK alleine und. TK hat ihn quasi ausgetrickst. Weil Puppetmon immer noch so tickt wie ein Kind. Ich glaube, er hatte dann irgendwie noch gefragt, weil dieser Baum, glaube ich, war das? Ja, das war nicht Cherrymon. Das Digimon hieß ein bisschen anders. Den hat er irgendwie gefragt, von wegen, ob er Freunde hat. Glaube ich. Da hat er dann gesagt, nein, du hast keine Freunde. So, geht die Tür mal auf. Danke. Hm. Ich glaube, es gibt elementare Schwächen. Die Viecher kriegen echt massiven Schaden, dadurch, dass ich gerade in Eisenmodus bin. Und irgendwie habe ich mich jedes Mal so ein bisschen gefreut, wenn die Musik von den die Digitation kam. Ja. Ich meine, es sind immer dieselben Szenen, die da abspielen. Aber irgendwie war es trotzdem jedes Mal super. Ja. Noch mehr Affen. Motion Blur, der mir auch nicht gefällt. Wie schon gesagt, diese TV-Karte. Irgendwann müssen die Minen auch ein Ende haben, Leute. Das fand ich jetzt bei 1, 2 und 3 so toll. Hier in irgendeinem Bosskampf so einspielen. Wir werden Sieger sein. Ja, ich wünschte, ich dürfte das, aber da hat RTL 2 ein Problem mit. Ja. Aber der Song aus der zweiten Staffel ist auch gut. Die zweite Staffel ist eigentlich auch eine angemessene Fortsetzung, wenn du mich fragst. Oh. Ich hatte die mal einmal angefangen zu gucken, hab die aber bisher nie durchgezogen. Die erste Staffel, die habe ich innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen oder so durchgesuchtet. Ja, wie weit bist du gekommen bei Staffel 2? Oh, nicht so weit. 3., 4. Folge oder so. Da ist noch einiges vor dir. Ich glaube, wenn ich es gucke, dann fange ich nochmal von vorne an. Mit der zweiten Staffel. Ich sag nur eins, der Digimon Kaiser fängt an einer Stelle an, derb auf die Nase zu fallen. Ja, stimmt, jetzt weiter, dieser übermächtige Typ. So übermächtig ist er eigentlich nicht. Es stellt sich ja später raus, warum er überhaupt so ist. Ich das war schon so eine Sache, die ich halt im Gegensatz zur ersten ein bisschen blöder fand, dass quasi ein Mensch die Kontrolle darüber hat. Fand ich ein bisschen doof. So zu Anfang. Ja, ich habe ja gerade Klunker gehört. Ah ne, der Typ ist verschwunden, okay. Autsch. Oh, was hat wehgetan? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der erste Endgegner quasi aus der ersten Staffel hieß. Der so ein bisschen vampirmäßig war. Nur der Vampir oder dieses Ding, das wirklich alles hat? Ja, nur der Vampir quasi. Myotismon. Ich habe mir die Staffel ein paar Mal öfter angesehen. Ich hatte mir die letztes Jahr im Sommer, glaube ich, angeschaut. Weil ich halt einfach voll Bock hatte und ich hatte Urlaub und da dachte ich, joa, komm, an einem Wochenende suche ich das jetzt mal durch. Vernünftig. Und ich war ein bisschen traurig, als die Staffel zu Ende war. Darfst du auch ruhig sein. Hätte länger sein dürfen, gebe ich dir recht. Bleibst du mal stehen, du... Ja, oder fallen die Lava, das ist auch gut.
Zum Schluss mochte ich ja auch diesen Aufbau mit dem, ich sag mal, verzwirbelten Berg, der dann immer aus den jeweiligen Schichten der verschiedenen Bosse, sag ich jetzt mal, bestand. Den Meister der Dunkelheit. Wobei, du musst dir den Film mal ansehen. Wenigstens den ersten Teil, wo Tai und Issy noch mit sind. Ah. Okay, warum hast du das Ding umgestoßen, Affe? Ich muss jetzt echt fragen, warum dieser Affe diesen Kasten umgestoßen hat, weil ihm das irgendwie nichts gebracht hat. Er hat ihn nicht benutzt, da kam kein Feuer raus, kein nichts. Wozu hat er das Ding umgekippt? Will die Klunke abstauben. Hör auf abzuwehren! Ey, wenn er abwehrt, kriegt er nicht mal Burn-Schaden. Krepier, 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 krepier.